Ja, da sind wir wieder. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Urbex von dir. Hier ist wieder euer Hospitant. Und da vorne läuft Team Urbex Discovery. Ja, wir wünschen auf jeden Fall erstmal ein frohes neues Jahr. Und hoffentlich seid ihr gut reingerutscht und bleibt auch in diesem Jahr gesund, wie immer. Und auch in diesem Jahr geht es auch mit Team Urbex Discovery auch weiter. Dieses Jahr haben wir wieder tolle Locations am Start. Apropos Start, wir starten auch und zwar mit diesem verlassenen Kloster. Ja, dann wünsche ich mir viel Spaß mit dem Video. Like, Abo, Kommentar da lassen, wie immer. Freue ich mich. Und auf geht's! Eingang ist auch gefunden. Ab einem gewissen Alter wird es schwierig, das Beinchen zu heben. Aber und schon gibt es wieder. Ach, jetzt gibt es wieder Krampf. Ja. Guten Morgen. Jetzt brauchen wir eine Taschenlampe. Sieht aber interessant aus. Ja, haben wir hier ein altes Waschbecken. Und sogar die Armaturen sind noch da. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen in dem Nachbarhaus. Lassen wir die Taschenlampe jetzt mal raus. Schöne alte Lampe. Ich bin begeistert, dass noch einiges hier ist. Ja, auch dieser Raum sieht schön aus. Ne? Mal sehen, wie das aussieht hier. Guck mal, die Heizung sieht bald zu neu aus, gell? Und die Wand dahinter. Bin ich immer wieder krass. Erstaunlich, wenn diese Dinger hier noch leuchten, ja. Oh, so kalt, dass es ein bisschen unruhig hier hinten ist. So, auch hier ist irgendein Raum. Könnte mal ein Büro gewesen sein oder so. Und auch die Heizung sieht echt neuer aus wie das ganze Gebäude. So, schauen wir mal, was noch hier ist. Eine Toilette und hier die Ölheizung. Hier riecht man auch das Öl noch und die Ölheizung zeige ich euch gerne. Da schauen wir mal. Diese Ölheizung riechen immer nach Öl irgendwie. So, jetzt 2000 und ist es 2006? War noch die letzte?
ja, Prüfung. Oh, hier schöne alte Apparatur, guck mal hier. So, hier unten war jetzt so Kellerräume. Jetzt gehen wir einfach mal nach oben. Schauen wir uns nach oben um. Kommt mit, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Wir freuen uns. Schaut doch mal bei Team Airbags Discovery vorbei. Ah ja, guck mal, da ist schon die. Guck mal, sieht aus, als würde da hinten Licht brennen. Das sieht krass aus. Ne? Das sieht aus, als würde Licht brennen. Das ist echt ein schönes Motiv hier. Ja? Sieht cool aus. Hier, Leute, was mir auffällt, hier ist gekehrt worden. Schaut mal hier, guck mal hier unten. Hier ist alles erstmal Besen rein. Ne? Besen rein hier und dann ist das alles hier. Und da ist auch ein Kabel. Aber hier ist doch kein Strom mehr drauf. Oder ist hier noch Strom drauf? Nee. Nee, das Kabel ist ein Antennenkabel. Ah ja, guck mal hier, auch hier. Hier sieht es aus wie neu. Ja. Hier riecht doch mal, hier riecht nach Rauch. Ich hab die geraten. Nach Zigarettenrauch, nach alten Zigarettenrauch. Und die sagst du aber noch, ne? Ja, hier, guck mal, hier ist doch gekehrt worden. Komisch. So. Das Fenster offen wieder. Ja, ja. Echt seltsam. Hier, guck mal, das ist. Ja, als würde hier einer ab und zu sein Zeug hinstellen. Man, hier steht auch irgendwie. Was ist denn da drin? Oh, ich guck lieber nicht, weil das interessiert mich. Hey, sind's Drogen oder sowas? Ich das hier mal. So, gehen wir mal eins höher. Ach, das ist nicht Rauch, sondern hier hat's gebrannt. Ja, wie wir hier sehen, ist hier nichts mehr groß. Dann beenden wir das Video auch mit der ersten Location 2024. Wir haben jetzt die Winzervilla, dann haben wir noch die Villa Tritop. Die lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, Like, Abo, Kommentar da lassen. Schaut auch mal bei Team Airbags Discovery vorbei. Er verabschiedet sich auch. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja? Euer Hospitant. Tschüssi. Ciao.